Okay, dann machen wir uns doch mal auf die Suche nach dem guten Geppetto. Gespannt, ob wir den finden, vor allem wo wir den finden. Hey, let's be more careful. Holy, was war das denn? I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Okay, wir holen uns erstmal den Stargazer hier. Und dann wollen wir uns doch mal hier umschauen. Und da haben wir direkt schon einen Kollegen da unten auch. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal den da vor. Ja, komm her. So, damit wäre der Kollege schon mal hinüber. Wir hier unten nur ihn. Zwei Gegner, okay. Nice. Okay, komm her. Schön. So gefällt mir das doch gut. Da haben die sich schon mal direkt in den Dreck gelegt. Da man. Oh, da ist auch noch einer. Den hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Au. Okay. Da haben wir einen Shortcut. Den wollen wir natürlich haben. Beziehungsweise ihn wollen wir unter keinen Umständen verpassen. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Mhm. Und hier ist wahrscheinlich zu, ne? Ja. Da müssen wir an die andere Seite. Aber da werden wir bestimmt auch noch irgendwann irgendwie hinkommen. Da hinten sehe ich, glaube ich, einen, oder? Da ist einer. Da ist ein Wow-Wow. Och, komm her. Das Ding ist eigentlich echt cool, dass du die so ranholen kannst. Gerade für die, die schießen können. Ja, vergiss es. Was ist mit dir, mein Freund? Ziemlich kopflos unterwegs heute, ha? Gut, wunderbar. Als kleiner Tipp, wenn ihr hier so unterwegs seid, wenn ihr nicht wisst, ob hier ein paar Gegner sind, ihr könnt einfach ja, R3 drücken, beziehungsweise den rechten Stick auch am Xbox-Controller und dann wird neu ausgerichtet. Beziehungsweise so nehmt ihr ja den Gegner auch ins Target. Das ist immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit herauszufinden, sind Gegner vor einem. Ich gerade wie ich tausendmal vergisst, das zu machen. Hier kriegen wir den Weg direkt schon vorgeleuchtet, sehr schön. Das gefällt mir gut. Müssen wir jetzt auf... Oh, 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 oh. Aufpassen. Alter, ich hab doch Höhenangst, Junge. Mach doch sowas nicht. Jo, und dann kommt der Typ da. Alter. Hier, das kannst du nicht machen. Hier. Hm, hab ich gesehen. Das hab ich kommen sehen. Oh, ihr müsst auch mit dem Angreifen ein bisschen aufpassen. Nicht, dass man runterfällt. Alter, hör doch auf jetzt. Was ist denn los mit dir? Da ist schon die Leiter. Sehr geil. Hier auch bitte bloß nicht runterfallen. So, wenn wir jetzt sterben, sind wir wenigstens relativ schnell hier. Die Future, ja. Noch sehe ich die. Bald wahrscheinlich nicht mehr. Haben wir da hinten noch was? Sieht, glaube ich, aus. Und wir haben hier scheinbar auch keinen Gegner. Das ist schon mal gut. Da kommt einer. Deine Mission, Bruder. Au. Ja, 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 ja. Alles gut, entspann dich. Üb. Dankeschön. Da hat er sich aber erstmal zur Ruhe gelegt, das ist schon mal gut. Und wir kommen bis mal in ein Haus, in ein Gebäude. Da. Können wir uns anschleichen? Ja, ganz schön. Oh, da ist noch einer. Sonst ist hier aber... Doch, da ist noch einer.
Da hat der letzte Zentimeter gefehlt. Da hat der letzte Zentimeter einfach gefehlt. Wir haben sonst nichts mehr. Oh, Alter. Da schießt einer auf uns. Was ist denn da los? Fällt mir aber gar nicht. Ah, okay, direkt hier. Au. Junge, kommt so nah auch noch. Kann man denn so räudig sein? Ist einer noch ohne Fahrschein? Nee. Oh. Bruder. Doch nicht sowas, Junge. Oh, scharfes Rohr. Gut, wir gehen erstmal weiter. Erstmal sehe ich hier nichts. Yo, Bruder, ich seh dich. Hier, bin selber. Arschloch. Weißt du, wie ich meine? Der hätte uns nämlich jetzt hinterrücks gekillt. Aber sowas von hundertprozentig, Junge. Hätte der uns platt gemacht, der Drecksack. Hält irgendwas? Ja, komm her. Okay, wir müssen hier mal ganz kurz schärfen. Geht das? Okay, geht so weit. Geil. Man darf es sich hier auch mal ein bisschen leichter machen. So. Habe ich gerade irgendwie aus dem Augenwinkel noch gesehen. Okay, du kriegst das Ding. Ich mach so den Gar aus. Gut. Das hätten wir. Jetzt wieder nach drin. Jetzt nach oben. Nein, alles gut. Komm her. Oh, der hat sich schon mal hingelegt. Haben wir hier? Oh, da hinten haben wir irgendeinen Dicken. Da würde ich sagen, wir gehen einfach mal erstmal nach oben gucken. Vielleicht können wir ja von da aus auch irgendwie die Lage ein bisschen observieren. Aber so ein Stargazer wäre nicht schlecht. Oh, was ist denn mit ihm kaputt? Hi. Wieder hier um die Ecke, ey. Okay, eine Wurfzelle. Wunderbar. Oh, dann haben wir wieder eine. Geil. Ist es gut. Da haben wir noch was. Wo ist eine Runterfalle? Ein buntes Ergo-Fragment. Oh. Das ist zum... Scheiße, wo sind wir jetzt? Aufgepasst. Verdammt. Okay. Hier gehen wir erstmal ganz kurz vorbei. Au. Lass mich doch mal durch. Nope. Okay, wunderbar.
Dann holen wir uns mal noch diese wunderschöne Truhe, die wir hier haben. Kämpfen wir hier wahrscheinlich einfacher gewesen. Und dann sehen wir uns nach dem Stargazer wieder. Okay, weiter geht's für uns. Da hinten haben wir auch schon einen Kollegen. Machen wir mal ein bisschen langsam. Und ich habe das Gefühl, hinter dieser Ecke lauert bestimmt wieder irgendwas. Deswegen holen wir uns den mal ran. Siehst du, sage ich doch. Hallo. So, komm her, Kumpel. Dankeschön. Ihr könnt. Ja, siehst du, sage ich doch. Komm ran. Was? Habt ihr das auch gehört? Irgendwas hat er Geräusche gemacht. Du, Isa. Das ist der Klima so, glaube ich nicht, ne? Ne. Palim. Geht's hier hinten hoch? Treppe? Nein. Vorne Treppe, weil ich wollte eigentlich das Item da hinten noch haben. Ah, ist eine Treppe. Das gefällt mir schon besser. So. Jetzt reden wir beide mal. Oh, Alter, erschreck mich doch nicht so. Ey. Nicht. Och, Mann. Bin gemein, ne? Merkst du selber. So, ich hoffe, das geht gut. Sagt, ich habe Höhenangst, auch in Spielen. Das ist nicht so toll. Wenn wir runterfallen, sind wir nämlich wahrscheinlich tot. Da können wir runter. Können wir ihn auch runter. Auf jeden Fall weiter. Oh, Alter. Hässlicher Schmetterling, Junge. Haben wir es schon ausgecheckt, mein Freund? Okay. Irgendwas können wir doch hier, okay? Wenn wir hier runtergehen, haben wir halt richtig die Arschkarte. Komm, das wissen wir alle. Oh, Leute. Können wir da einfach so direkt wieder hoch? Oh, habt ihr den Typ da hinten gesehen? Der macht mir ein bisschen Angst. This must be your first time. In the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. I'm one. May I ask you a favor? Ja, klar. My family took my baby from me. And sent me here. They said it was for my own good, but it was heartless just the same. A baby must be with its mother. Please go to Quart City Hall and bring me my baby. Wir schauen mal, was wir tun können. Thank you so much, kind one. I can finally see my sweet Elena's face again. Ja, irgendwie glaube ich da noch nicht dran. Please, weiß es nicht. Heart scales spreading across my eyes. Before I lose my sight. Please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. Also bei Gelegenheit kann man da mal vorbeischauen. Ich hab halt so ein bisschen Angst vor dem da. Der Typ gefällt mir halt so gar nicht, weißt du, wie ich meine? Hat, sieht halt alles gar nicht mal so gut aus für uns. Oder was sagst du dazu?
Au. Jo, entspann dich, Kumpel. Okay, Dreier-Kombo muss ich mir merken. Uiuiui, entspann dich. Hier, nimm noch einen. Alter. Ja, da haben wir ordentlich reingeknüppelt, der Kollege. Mal noch gucken, was wir hier noch so haben. Ich hab so ein bisschen Angst, hier durchzulaufen. Ja, komm her, Doggo. Ja, du kannst auch mal herkommen. Das wäre auch fast in die Hose gegangen. Oh, Shortcut. Nice. Ja, cool. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Shortcut freigeschaltet. Alter. Doch nicht sowas, Mann. Ja, das kannst doch nicht springen, ey, Alter. Herzinfarkt incoming. Was ist denn da los? Okay. Wir probieren mal. Ach so, repariert man heutzutage. Ist klar, Junge. Einfach mal draufprügeln. Sehr geil. Okay, wir fahren auf jeden Fall direkt wieder runter. Jetzt haben wir auch alles wieder so weitestgehend voll. Ich würde sagen, let's go, gehen wir auf. Okay. Das auch geschafft, den Hund ignorieren wir. Ignoriert uns auch, gut. Dann können wir uns ja mal hier weitermachen.